Moin, willkommen im Infokanal des ZFR der Fakultät 1 der Hochschule Bremen. In dieser Folge zeigen wir Ihnen, wie Sie das WLAN EduRoam auf Ihrem Windows 10 Rechner einrichten können. Ab dem 01.03.2023 funktioniert an der Hochschule nur noch die zertifikatsbasierte Anmeldung. Diese Einrichtung gehen wir gleich gemeinsam mit Ihnen durch. Um das EduRoam einrichten zu können, benötigen Sie Ihren Hochschulaccount und einen funktionierenden Internetzugang. Starten Sie bitte den Webbrowser Ihrer Wahl, in diesem Fall Chrome, und geben Sie in die Adressleiste easyroam.de ein. Auf der nächsten Seite geben Sie bitte in das Suchfeld Bremen ein. In den auftauchenden Ergebnissen wählen Sie bitte die Hochschule Bremen aus. Auf der darauffolgenden Seite melden Sie sich nun bitte mit den Benutzerdaten des Rechenzentrums an. Nur der Benutzername ohne @hs-bremen.de dahinter. Bitte wählen Sie das Installationsprogramm für Windows 10 aus. Nach dem Herunterladen können Sie die Installation starten. Eventuell befindet sich die Datei bei Ihnen auch in Ihrem Download-Ordner. Bestätigen Sie bitte mit Installieren. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, müssen Sie sich erneut authentifizieren. Dies erfolgt auf die gleiche Weise wie gerade eben schon. Geben Sie in das Suchfeld Bremen ein, wählen Sie die Hochschule Bremen aus, geben Sie den Benutzernamen des Rechenzentrums ein und das entsprechende Passwort und bestätigen Sie mit Anmeldung. Sie können in der App nun sehen, dass auf diesem Rechner noch kein Profil installiert ist. Klicken Sie bitte auf Neues Profil installieren. Noch einmal bestätigen und Sie sind fertig. Das Zertifikat ist 6 Monate gültig. Sie können innerhalb der App ein neues anfordern. Die Empfehlung ist, dies einige Tage vor Ablauf des Zertifikats zu tun. Wenn Sie nun das nächste Mal in Reichweite des EduRooms kommen, wird das Gerät sich verbinden. Viel Spaß!